Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition. So, jetzt geht's rund hier. Moment, nicht, dass der Bogen auch wieder falsch ist. Ja, sorry. So, dann werde ich jetzt mal dahin. Schauen wir mal, wie ich mich schlage. Aber eins mache ich mal eben, falls ich doch sterbe. Zack, kurz speichern. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein legendäres Tier erlegen, der Bär. Kann ich da irgendwas machen? Nützt mir nichts, ne? Nee. Das nützt mir nichts. Absolut nicht. Ich will nämlich gleich vor die Füße springen. Nein, 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 nein. Sorry, aber jetzt. Aua. Ah, 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 ah. Wombadabom. So. Aua. Scheiße ist, mein Freund. Aua. Nein, nein. Au. Wow, 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 wow. Aua, sag mal, wieso trifft der mich so oft? Gehabt, ey. Aber jetzt ist er weg. Ja. Saubär. Yeah. Aber da vorne ist noch eine Höhle. Sternbild Callisto. Okay. So, nehmen wir mal die Fackel an uns. Ja. Einmal. Oh, hier liegt ja viel Kleinzeug rum. Okay, und das ist der Schatz bestimmt. Was war das? 122 Drachmen. Ja gut, ist ja nicht... alles ist... Alles hilft. Noch ein Schatz? Achso, noch einer. Okay, nochmal 62 Drachmen. Das sind andersfarbige. Was sind das für welche? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich mal. Ah, Obsidianglas und Eisenbrocken. Mhm. Gut. Halt. Nee, ist nix. Super, Burschi. Lief ja besser, als ich gedacht habe. Ja. Muss ich ja sagen. Gut. Was haben wir denn? Wow. Schöne Gegend hier. Ja. Goldene Felder. Das sage ich doch. Das ist also... Komm,
mit. 177 Meter. Und dann gehen wir wieder ganz nach links. Da habe ich nämlich gerade gesehen, da ist noch ein Fragezeichen. Irgendwas anderes. War da jetzt... Ja, ich glaube auch ein Tier. Hm. Ja, aber das Fell will ich so schnell wie möglich zurückbringen. Ja, ich nehme das auf und dann packe ich das natürlich mit rein. Okay, asymmetrischer Tempel. Und die einen Tempel besetzen, geht gar nicht. Und dann einen Gefangenen nehmen, sehe ich nicht ein. So, dann gehen wir mal hier rum. Mensch, halt die Fresse, du Idiot, der Typ steht da draußen. Kann doch wohl nicht wahr sein, du Vollpfosten. Kieren. Mal gucken. Ja, ey, das glaubst du und ich nicht. Jetzt. Arrivederci. Eieieiei. Oh, guck mal. Geh aus, geh aus. Ja, ist ja schon aus. Nein, musst du nicht. So. Okay, aber einen Schatz habe ich hier noch nicht. So, mach dich vom Acker. Ja, ich verstehe dich ja. Nur keine Probleme. Na? Mhm. Halt, da war, glaube ich, noch was. Ja. So. That's it. Okidoki. Dann weiter in der ganzen Chose hier. Nein, nein, da gehen wir jetzt hin. Ja. Oh Mann. Oh yeah. Oh, ein See. Kann ich. Ja, jetzt. Nein, hier ist nichts. Gar nichts. Nichts Besonderes. Nee. Hui. Ah. Palast des Hypomeden. Ja, gut. So.
Ist sonst niemand drin? Nur die paar Mannequins? Aha. Gefangenenbefreiung. Na also, für drei. So, die habe ich. Ah. Moment, hier ist irgendwas. Noch ein Gefangener. Aber dann sind das doch vier. Nee, 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 okay. Und dann nun da. Poseidons Grab. Meinst du, ob das hinhaut? Lass die da schlafen. Ja, komm ruhig hier rauf. Habe ich nichts dagegen. Dann bist du letzter. Jetzt. Ja, ja, hat sich dann schon erledigt. So. Jetzt werden wir die beiden da noch außer Gefecht setzen. Den noch. Mhm. So, Fackel brauchen wir nicht. Alles in aller Ruhe. Schön. Oh. Ja, auch noch Lutscherzeug haben sie hier. Nichts Besonderes. Hm. Warum? Ah, den da, den brauche ich noch. Tschüss. Nun denn, jetzt können wir uns hier frei bewegen. Lassen wir zuerst den da unten raus. Er ist bestimmt sehr ungeduldig. Meine Güte, reg dich nicht auf. Du wirst freigelassen. So. Okay. So, haben wir sonst noch was hier? Kommen wir hier hoch. Wohl nicht mehr lange leben, nehme ich mal an. So, dann hier. Und da oben auch. Guck mal. Ich mache aber erstmal hier unten alles. Oh. Kann ich denn hier reingehen? Hier? Wahrscheinlich nur von oben geht's rein. Nehme ich mal an, dass das so ist. Ja. Ja, schon bei dir, mein Freund. Mensch, Junge, ich helfe dir auch über die Brücke, wenn du willst. Kein Problem. So antike Tafeln, wisst ihr? Die habe ich nämlich nicht hier gefunden. Wo ist die antike Tafel? Irgendwas. Da ist die. Irgendwas ist hier noch. Keine Ahnung, was das sein soll. So, jetzt gehen wir zur antiken Tafel. Da hinten, da oben. Ja. Vier Stück oder zwei oder drei? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, antike Tafel. Viermal. Schön. Ist ja nicht ehrlich. So, das Ding hier haben wir auch auseinandergenommen. Das passt dann. Ja, den haben wir noch. Ach, guck mal. So, wunderbar. Dann haben wir den Tempel auch. Dann haben wir, guck mal hier. Lörnsumpf, Alpha-Tier. Mach ich doch glatt. Ja. Ich bin doch ein alpha-mäßiges Alpha-Tier.
Okay. Na, dem wird schnell langweilig da oben alleine. Oder denkt sich, geil, alles für mich? Nein, wir haben geplündert. Ja. Hä? Ja, mal locker. Ja, mal locker. Was für ein Alpha-Tier ist es denn? Nein. Wo ist es? Einmal. Na! Alpha-Tier. Ich habe ja das Alpha-Tier noch nicht. Oh, oh. Das ist das auch nicht. Erledigt. Halt den. Meine Güte, komm doch da einfach runter. Zack. Was ist denn hier drin? Was ist das denn? Beschädigte Haut? Wo ist das Alpha-Tier? Das ist ein Löwe. Ja. Ich hatte gerade danach gefragt, ne? Ja, Waffen. Nein, Feuer ist schlecht. Wasser ist schlecht Feuer. Ich wollte gerade sagen, im Feuer ist schlecht Wasser. So, siehst du wohl. Geht doch. Lörnersumpf. Nun ja, ich bin happy. Und peppy. Und was weiß ich noch alles. So. Ja, das Tier haben wir hier. Klar, hier sind noch meine Güte. Moment. So, eine Sache habe ich noch im Auge gefasst. Die werden wir jetzt... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch in der Runde schaffe. Nee, schaffen werde ich das wohl nicht mehr, aber auf jeden Fall in der nächsten. So, was ist das hier? Lokris? Warum der See rot ist? Genau, da ist irgendwas mit dem Stier und bei den Hörnern packen und. Ja, ich will euch jetzt nicht hier mit sinnlosem Zeugs hier zuknallen, die Waffen wieder vorstellen und nochmal, was ist das denn hier? Schuld und Kräuter, komm, die nehmen wir noch mit. Ja, sicher. Achso, nein, nicht. Okay, der Sumpf. Weg, sonst... Okay. Naja. Okidoki. Was ist denn hier los? Reden. Jetzt dauert das wieder, was weiß ich, 20 Sekunden. Schere, Heilerin. Brauchst du Hilfe? Ah, der von Zeus geschickte Söldling. Man sagt, du arbeitest für den guten Heiler Hippokrates. Ich kam in die Argolis, um ihn zu treffen. Wer will das nicht? Aber ich will mich nicht beklagen. Seit er in der Argolis ist, laufen meine Geschäfte. Das ist toll. Aber ich komme mit der Nachfrage für meine Kräuter kaum hinterher. Könntest du mir helfen? Kräuter sammeln. Ich bin Söldnerin. Ich arbeite nicht umsonst. Ja. Ich hörte von deinen astronomischen Preisen. Tut mir leid, so viele Drachmen habe ich nicht. Ich nehme an, Hippokrates lehrte dich nichts über die Empathie für jene, die in Not sind. Und du bezahlst mich für die Lieferung? Ganz genau. Dein Auftrag ist mit der Übergabe beendet. Ja gut, dann... Ja klar. Bin dabei. Die Götter schickten dich nicht ohne Grund hierher. Die Götter seien mit dir. Ja. Gut. Schuld und Kräuter. Will ich mir doch mal die Quest aktivieren. Moment, Schuld und Kräuter. Da.
204. Ja, die sind alle um den Dreh. 200, immer um die 200, bis 250, 300 Meter sind die auf jeden Fall. Ja, und dann hau ab. Verschwindikowski. Mit der Übergabe des Pakets ist der Auftrag beendet. Also derjenige... Nein, nein, schon gut. Ich bin ja schon weg. Alter Schwede. Lass mich in Ruhe, ey. So, tauchen wir jetzt mal, damit die ihre Ruhe haben. Und die mich auch immer noch im Konflikt. Na, jetzt nicht mehr. Gut. Ich sag ja, ich bin da überall rein. Scheißegal. Ja, das ist, wenn man das Spiel nicht vorher schon mal gespielt hat, dann weiß man das auch nicht. Mhm. So. Ah, da ist die Dame. So, was ist los, Schätzekin? Wart nicht an. Die Kräutersammlerin schickt mich damit zu dir. Hab Dank, Söldling. Hier, das ist für dich. Okay. Gut. 2034. Die sollen wir nochmal erzählen, dass sie keine Kohle haben oder in Not sind. Ja, auf keinen Fall. Ja, ich würde sagen, ihr lasst einfach mal einen Daumen nach oben da und abonniert gleich meinen Channel und schreibt mir noch eine Nachricht. Ne? Wenigstens eins von den dreien. Also, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bye, bye.